Mahlzeit, Jungs, wie geht es euch? Heute haben wir hier den HyperGo 16208. Es gibt es als 209er und 210er, sind einfach andere Karos. Die letzte davon hat einen Traxxas-Verschluss. Und es kommt auch, glaube ich, eine kleine Update auf die Elektronik für irgendwas mit GPS-Bimsbums, was mich natürlich überhaupt nicht interessiert. Wir hatten ja schon vor 2 Wochen den 14er ausgepackt. Wir haben da gesehen, dass er ein paar Probleme hat, funktioniert aber trotzdem. Wir haben ein Problem mit dem Federweg von, weil die Querlenker aneinander kommen. Die Wellen sind zu kurz, also zu lang, sorry, und die Pin von der Welle. Wieso? Das gibt es schon so lange, das Problem in der Welt. Wieso kommt es wieder und wieder und wieder vor, dass die Stiften von der Welle in die Nuss hinten eingehen? Funktioniert aber trotzdem, es ist gerade so am Limit vom Maximum mit dem Flex natürlich von dem Querlenker. Fangt es dann ein bisschen zu klemmen, aber nur mit dem Flex. Ist aber schade, wenn die Wellen 2 mm kürzer wäre, sogar 3, wäre es viel schöner, hätten wir auch mehr Federweg vor. An dem hatten wir jetzt noch nicht gemacht, weil dieses Video vorgesehen ist in 2 Wochen. Werden wir probieren, daran zu schrauben und die Querlenker von links rechts zu umtauschen und ein bisschen Federweg zu gewinnen und mal gucken, was da passiert mit den Wellen, ob wir das ein bisschen in Pendel kriegen können. Eventuell mit Heißluftföhn die Querlenker, die haben ja gebogen, gerade stellen, dass die Wellen natürlich mehr rauskommen. Das werden wir alles sehen. Wir machen noch ein paar andere Sachen drauf und dann gehen wir wieder fahren damit. Der kleine 16er hier, wenn der ein Sledge ist, ist das ein T-Magic E6. Von der Form her reden wir natürlich hierher. Wir haben ein flexibles Wheelie-Bar-Flügel von Stoßstange. Die Beleuchtung geht über den Funk an und aus. Wir haben Brushless drin. Der kostet 110 bis 150 Euro mit 1, 2 oder 3 Batterie, 2 oder 3S. Der hier kostet... Ich habe den jetzt bezahlt, 95 Euro Brushless mit einer 30 Batterie. Ich habe nur eine genommen, weil die Batterie teuer sind. Wir werden darüber reden. Hier haben wir ja eine ganz normale Batterie drin, 32, die so aussieht, 3000 mAh. Das ist die 3S. 2S ist mitgeliefert, 3S dazu. Wie gesagt, du kriegst eine 2 oder 3 Batterie, je nachdem, wo du ihn kaufst. Wir haben natürlich dieselbe Funke. Ist nicht die beste, aber funktioniert. Macht den Job. Ein Ausschaltknopf für eine Beleuchtung, hier Drossel 70% oder 100%, die Neutralstellung. Du kannst keinen Winkel von der Lenkung nichts einstellen. An dem hier ist es ein Problem, die Lenkung lenkt nicht genügend ein. Und dazu kommt, dass sie aber um den Neutralpunkt sehr reaktiv ist. Das Auto ist sehr schnell links oder rechts beim Gas geben, hat aber einen schwachen Einschlagwinkel. Funktioniert trotzdem und ist ja so, wenn jetzt das Auto einen Anfänger gibt, dass er das gar nicht merkt, er lernt damit zu fahren, kriegt das hin, dann gibst du ihm ein besseres Auto und dann fährt er noch besser. Ist so. Gegenüber zu viele Autos, die denselben Preis kosten, zwischen 100 und 150 Euro, gibt es ja die Funtech-Kacke-Autos mit Luftfederung, Kohlenmotor, Lithium-Ionen-Batterie, die kocht. Da klappt alles. Reifen sind bei dem, würde ich sagen, jetzt vom Gefühl her eins drunter. Die sind wie Prolines, echt, wir haben echt einen Gummi. Super Grip. Werden sehen, was mit dem passiert. Ist aber auch nicht schlecht. Sind keine, wie eben bei Funtech, Hobbytech, die Modell, da das ganze Zeugs so Plastikreifen. Sind normale Räder. Die Karos auf PVC, leider. Nicht aus Lexan, das ist schade, die hat auch schon einen Knick. Bei dem natürlich für den Preis 95 Euro kriegst du nur eine Karo, nur einen Satz Räder, keine Federn dazu. Für den für 110 und 20 Euro habe ich ja 2 Batterie bekommen, zweite Karo, 2 Satz Federn. Der hier hat kein Problem mit dem Federweg, funktioniert schön, bisschen härter vorne und schön sanft und weich hinten. Das gefällt mir. 35 Ampere SC,
normalerweise ist vielleicht 25 Brushes Motor mit Lüfter drauf. Wir haben hier keine Receiver-Box. Der hat eine, das ist cool. Und der Layout ist ein bisschen anders. Das Auto ist kürzer und wir haben hier ein Kunststoff-Chassis. Hier haben wir eine Aluplatte. Die Querlenker sind gerade so lang, aber ein bisschen dünner gebaut. Das Auto ist auch leichter. Wir haben hier 1,5 Kilo, hier knapp ein Kilo. Was mir gefällt natürlich, das Chassis ist höher in der Mitte als vorne hinten. Das mag ich, anstatt ganz flach vorne nach hinten. Natürlich hätte ich gern ein bisschen mehr Federweg gehabt, ist ja klar. Das kommt mir jetzt langsam. 3S-Batterie ist drin, das ist mit einer Klappe fest. Ich habe jetzt mal die genommen, weil ich wusste nicht, ob die Batterie Teil ist von Verstrebung vom Chassis. Ist aber nicht. Ist einfach nur so reingelegt. Du kannst eine normale 2S oder 3S reinmachen. Achtung aber, dass du vorne nicht an die Lenkung kommst natürlich. Das ist nur ein ganz kleiner Stöpsel hier für die Batterie stoppen, was mickrig ist und die Batterie, wenn es eine Softcase ist, beschädigen. Das ist ja klar. Wenn du eine fettere Batterie reinmachst, eine 3S, musst du irgendwas machen für sie befestigen, mit Klettband oder so, damit es schön passt. Das Gewicht ist nach hinten, so mit der Batterie original verbaut. Ich habe nur eine Batterie genommen, weil die kosten viel Geld. Finde ich, für was es ist. Die kosten 20 Euro, diese kleinen Batterien, weil sie ein Hardcase drum haben, der Stecker ist integriert. Da drin ist ja trotzdem nur eine Softcase und ist so, dass eine normale Batterie keine 10 Euro kostet in dem Maß. Also jetzt wo ich weiß, dass es den Chassis nicht verstrebt, kaufe ich noch normale Batterie dazu, die viel billiger sind. Ist natürlich toll für die Jungen, ist ein Hardcase, kein Kabel, das rumbampelt. Einfach zum Ein- und Ausstecken, schön versorgt, ist auch gut. Du bekommst natürlich Ladegerät dazu. Achtung, der Anschluss muss mehr als 2 Ampere rauslassen, damit du mit 1,2 Ampere laden kannst. Das heißt, die Batterie ist knapp eine Stunde voll. Das ist jetzt eine 1050 mAh Batterie. Hab's probiert, wärmt nicht speziell, also es ist okay. Natürlich hast du Bedienungsanleitung, du hast minimal Werkzeug dabei mit dem Auto, wie immer bei den kleinen Dinger. Wir haben gesehen im 1:14er, dass der Einschlagwinkel zu klein ist, hier ist er größer. Die Lenkung kann wirklich schön voll arbeiten. Die Querlenker blockieren nicht gegeneinander, was dort der Fall ist. Hier aber auch ist die Welle zu lang. Wenn der Pin nach oben ist, hier ist der Pin am Rand von der Nuss schon eingeklemmt. Aber es geht noch. Siehst du, es dreht schön, es klemmt noch nicht. Ist so natürlich beim Seitenrollen, dass es dann einschlägt. Aber die Autos sind ja leicht, also soll es ja nicht so viel Flex so rumgeben. Es war sowieso schon auf dem Papier mein Liebling. Jetzt, wo ich ihn in den Händen habe, ist es definitiv mein Liebling gegenüber den 1:14er. Er ist kaum kleiner. Wir haben kaum weniger Federweg, also Bodenfreiheit. Wir können natürlich nicht längere Dämpfer montieren. Eventuell andere Kugelpfannen, weil eben der Stift von der Welle... Wir haben noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir könnten noch mit den Kugelpfannen schummeln, damit wir ein bisschen mehr Federweg kriegen. Aber wir fahren mal erst das Original, so wie er ist. Er lenkt mehr ein, er klemmt nicht, ist höher in der Mitte als oben unten, ist alles, was ich brauche. Es ist nicht, weil er anders aussieht, besser oder weniger gut. So kleine Auto finde ich cool mit Plastikchassis, wie gesagt, für Skatepark, Pumptrucks und so weiter und so fort. Dort gefallen mir die Reifen besser. Wie gesagt, wir machen es. Das Video kommt von den Abänderungen. Und sehr wichtigen Punkt, Jungs. Ihr müsst wissen, dass wir haben es jetzt definitiv aktiviert. Ich habe das geguckt mit einem Kollegen. Bist du jetzt am Video gucken von mir? Alle französisch, englisch, deutsche Video. Also Deutsch ist natürlich schon auf Deutsch, aber englisch und französisch Video kannst du ganz einfach. Da gehst du, du kannst ja die Untertitel aktivieren. Du musst aber nebendran auf das Parameter-Rädchen drücken. Okay? Dann gehst du auf Umsetzen automatisch. Das ist ein bisschen der Witz. Das kannst du nicht trauen. Ich selbst muss das suchen. Wenn du auf Automatik druckst, denkst du, jetzt wird es automatisch deine Sprache. Nee, da kommt das Rollmenü, wo du deine Sprache auswählen kannst. So rum geht das. Also Parameter,
Untertitel Automatik. Dann kommt das Menü, da kannst du Deutsch drücken. Und dann kannst du alle meine französischen Videos gucken mit deutschem Untertitel. Natürlich ist dann ein paar Mal lustig. Ein paar Sachen werden dann komisch übersetzt. Aber grundgenommen mit den Bildern kapierst du ja, was ich meine und rede. Weil mir fehlt die Zeit für viel mehr Deutsches zu machen. Ist so. Wir werden jetzt kurz mal anmachen, der kleine Zwuckel hier. Natürlich reicht das für einen Anfänger mit 2S. Du kannst für einen ganz Anfänger 2S 70% machen. Wir haben jetzt 3S drin und wir machen 100%. Lenkung ist, wie gesagt, besser als dort. Ich habe dort den Servo selber nachziehen müssen und er dreht weit nicht so schnell und gut als der hier. Er kann anfahren ohne Problem. Das heißt, wie immer, das gefällt mir bei dem Hersteller, dass der nicht überritzelt. Fahrt schön los. Siehst, der hat auch kein Cogging beim Anfahren. Wenn du ein bisschen hältst, dann gibt er einfach ein bisschen mehr Gas. Siehst, ich mache jetzt nichts, das ist einfach nur ein bisschen drücken und der macht automatisch mehr Gas, wieder ab mit der mehr Gas, damit er über das Hindernis kommt. Das ist lustig. Er hat Pfupf. Guck mal. Die Bremse ist auch komischerweise besser als bei dem. In der Luft dort war es ein Problem, die Bremse war wirklich brutal. Hier ist sie jetzt schon sanft, aber handkaum am Boden bei der Fahrt war es auch okay. Also werden wir sehen, was passiert. Lustigerweise hat er auch, was der andere nicht hat. Am 16er, der 14er dort haben wir ein Problem, das ist ein kleines Problem, dass die Gewinnstangen hier von der Lenkung, wenn die Federung unten ist, klemmen. Den Schraubenkopf hier, ist eine runde Schraube drin, klemmt der Kugelpfanne. Hier, handkerum, haben wir zweimal gefräste Schrauben drin, also klemmt hier das nicht. Das ist auch lustig. Wir haben das Problem hier nicht, weil wir wahrscheinlich, wie gesagt, kürzere Dämpfer haben, dass es gar nicht so weit runter geht. Wir haben auch keine Variation, den Winkel des Rades, wenn die Federung funktioniert, was wir dort haben. Das ist lustig. Ihr habt gesehen bei der Probefahrt eventuell, oder nicht, wenn ich nicht gesehen habt, guckt's an, vor 2 Wochen am Sonntagabend oder vor einer Woche, es kommt drauf an, wenn es rauskommt, oder letzte Woche oder vor 2 Wochen, war es so, dass wir ganz klar gesehen haben, dass das Auto, weil die Federung vorne, so funktioniert sie ja bis unten, okay, aber wenn du fährst, hast du nur so viel. Das heißt, wenn du ein bisschen neigst, kommt sofort hier, siehst du, das Rad drauf und es fährt. Aber der macht ja das sicher nicht. Wir werden sehen. Wir nehmen natürlich beide auf der Probefahrt von dem mit, dass der ganz sicher schöner fährt als der hier. Natürliche Sachen kommen vor und wieso? Wie immer haben YouTuber 1-2 Monate vor alle anderen dieses Auto bekommen, umsonst. Haben da natürlich wie immer schön gemacht und nix, null gesehen. Keiner hat gesehen, dass die Federung klemmt, dass die Querlenker ankommen, dass die Wellen zu lang sind. Weil es eben keine Profis sind. Von der Mechanikerseite her natürlich. Ich bin kein Elektroprofi. Aber wenn die das rückgemeldet hätten, wäre vielleicht diese Serie rausgekommen mit abgeänderter Welle. Ich werde es versuchen, mit denen zu reden. Heißt nicht, dass ich die treffen werde. Ich habe nämlich extra für mit den Chinesen zu reden WeChat geladen, weil die reden dort meistens. Das ist so wie WhatsApp, aber für die Chinesen ist besser, ist schneller, hast mehr Volumen für die Videos und Fotos. Und ist unabhängig von den Amis. Also werde ich dort versuchen, die zu erreichen und ein paar Fotos schicken und denen das erklären. Die Wellen müssen kürzer werden. Und wie gesagt, hier haben sie es ja im Griff mit dem Winkel.
Aber der hier, mit dem hier Federweg, siehst du, bewegen sich die Räder in alle Richtungen und wenn du fahrst, wird das ein bisschen unangenehm, je nach Belag natürlich auf dem Grund, wo es rutscht, merkst du das weniger. Das war natürlich eine kleine Sache, ist auch ein kleines Auto. Mechaniker Zugang ist am Heck, genau wie dort. Du musst Heckstoßstange entfernen, obere Querlenker, dann kannst du alleine Schrauben und den ganzen Deckel wegnehmen von Center und Heck. Achtung, wie dort, kein Center-Diff, kein Slipper drin. Also Achtung, beim Landen, ja, nicht auf dem Gas sein. Vorne, gegenüber dort musst du die Frontzelle wegnehmen, von unten aufschrauben. Hier ist es auch von oben, das heißt genau wie hinten, die obere Querlenker weg. Da kannst du die Schrauben von oben wegnehmen, bis dann in den Diffs. Beide Diffs sind frei. Dort hat ja das Heck ein bisschen geklemmt. Also das Heck hier ist auch ein bisschen härter. Ist relativ lustig, weil die sind ja alle mit demselben Fett gefüllt. Dort hatte ich das genaue gleiche als hier. Obwohl es dieselben Diffs sind, einfach andersrum reingebaut in seinem Fett. Wenn du einer hast, hast du das auch? Ist es bei dir umgekehrt? Hast du beide frei, klemmen beide? Ist auch eine kleine Sache, weil wir haben gesehen nach zwei Fahrten hier, also einmal mit 2s, einmal mit 3s, dass natürlich das Heck sich schon gelöst hat. Okay? Wir merken da die Zähnchen nicht mehr, es rattert nicht mehr. Aber ist trotzdem härter am Heck als an die Front. Ihr wisst es, ich habe es lieber umgekehrt. Wir fahren mal so. Dort probieren wir, wie gesagt, was Besseres zu machen mit der Frontaufhängung. Ob es klappt oder nicht, werden wir sehen. Und dann, wenn ich irgendwann mal aufmachen muss, kehren wir eventuell die Diffs um. Aber wir lassen es mal so. Das sind ja Anfängerautos, coole Autos, natürlich haben wir jetzt schon 3S drin, ist übertrieben für einen Anfänger. Aber ich habe genügend 2S da. Dieses Auto wird im Gewinnspiel ausgelassen, natürlich genau wie der hier. Und es kommen noch mehr. Wir haben von derselben Marke ein Straßenauto, wir haben von einer anderen Marke ein Buggy. Alle selbe Größe, das gibt 4 Autos. Vielleicht machen wir noch den UDAC dazu. Straßenautos, dann machen wir 5 Auto, ein Gewinnspiel. Mit den FMS machen wir 6 Auto ein Gewinnspiel und so weiter und so fort. Wenn es gut klappt, kriege ich einen zweiten Omni Terminator und ich kann da euch dann 2 Omni Terminator verschenken. Und jetzt kommen wir über was wir diese Woche gemacht haben. Also, oder machen werden. Ne, gemacht haben. Das Video kommt in 2 Wochen raus, also das heißt, das alles sollte schon fertig sein. Omni Terminator ist der Mikroservo zu klein, die Zähne zu klein, geht kaputt. Ist viel passiert. Ich baue dort ein Low Profile Servo ein, Standard, aber tiefer. Wieso? Weil der Standard zu tief ist. Wir müssen nun stehen montieren und wenn er steht, kannst du natürlich oben nicht mehr regular Receiver Box haben. Wir legen das Ding auf dem Chassis hin mit ganz einfach 2 Tamiya Servo Befestigung. Das war's. 2 Löcher in Chassis, einschrauben, richtiges Servohorn drauf und los geht's mit 15 Kilo. 14 Kilo hat er mit 6 Volt, geht er dann super. Ist dann viel besser als original so rum. Ich habe auch viel lieber den 3652er Motor im Terminator. Kauft nicht den kleinen 1820er Motor. Kauft den nicht. Das ist viel zu schwach für so ein Auto. Er ist 2,2 Kilo schwer. Da braucht es einen besseren Motor. Natürlich denken jetzt viele, ja, ein 50er oder 52er. Was ist da der Unterschied? Auf dem Papier sind es 2 mm von außen her. Ihr müsst aber wissen, dass die 50er Motor innen drin wie die Kohlen 380er Motor sind. Und dass die 52er wie die 540er sind. Das heißt, wir haben einen riesen Unterschied zwischen einem 50er und 52er Motor. Rotorstator sind viel größer drin als beim anderen. Wir reden da über 20-30% Powerunterschied. Die 50er Motor sind cool für kleine Autos. Tamiya TT01, 02, DT01, DT03, so Sachen. Da geht es super. Aber ein 52er, ich habe ja den Veli drin mit 3,5. Mit 2S, mit der großen Ritzel, fährt besser als original der original beste mit 3S. Ja, wir fahren hier mal 3S.
Eben, wie gesagt, also wenn es gut klappt, kriegen wir noch einen Anna dazu, damit wir zwei gewinnen. Also, dass ich euch zwei gewinnen lassen kann. Wir haben normalerweise diese Woche, also der XFT ist schon jetzt wieder fertig gebaut. Wir hatten eine Panne am Center-Diff. Ich habe ihn, wo es angefangen gehabt zu rattern, einfach zu Tode gefahren. Wenn schon, denn schon. Dasselbe am Orangen X-Max. Muss ich auch wieder fit machen und wir profitieren natürlich dazu. Wir machen die Reinigung des Autos. Ich mache die Kamera auf den Kopf. Wir machen die Reinigung vom Auto. Wir zerlegen das Auto. Wir bauen dann den Kessel raus und machen den Hobbywing G2 56er rein. Mal 90. Und Platz vom Kesselmotor. Der Kesselkompo brauche ich in ein anderes Auto. Ich bin zufrieden damit. Aber ich baue es trotzdem in ein anderes Auto rein. Ich brauche den G2052 für natürlich den Unterschied mit dem Lina Schwabentech Setup zu machen. Okay, das werden wir sehen. Den FG Dragster muss ich machen. Wir bauen im Baja den 800er Koffer rein statt 650er. Trotzdem 12S, machen eventuell 12er Ritzel statt 14er rein. Damit fahrt er mit 8S. Mit 8S ist der 650er mit 14er Ritzel und ein bisschen kleineres Zahnrad. Normal mit der Geschwindigkeit, aber mit dem 12S ist er wirklich schön zum Fahren. Mit 800 kV haben wir dann mit 8S schon das schöne Fahren und wir können dann immer noch 12S. Und dann mache ich sehr wahrscheinlich die vordere Bremse auch drauf. Der Airsnake V16 Pro kriegt seinen normalen Motor rein. Wir haben ja hier ein 56x109 Motor probiert, was ich normalerweise niemals mit so schwere Brummer mache. Ist aber ein 6-Pol-Motor. Ist die neue Generation. Die haben ja gesagt, der Motor kann fast so gut wie die großen. Also haben wir probiert, ewig funktioniert. Wir haben ja hier mit 16S Lauffahrten mit 5.500er Lipos von 25 Minuten mit fast 100 Topspeed. Ich werde aber meinen 530er Leo reinbauen. Wir werden Z-Diff reinbauen und eine andere Übersetzung für die paar KV weniger zu natürlich rauszukriegen, damit wir wieder dasselbe Topspeed haben. Wir werden den 650er Hobbywing G2 in den fetten Losey bauen. Der ist ja 18 Kilo schwer. Bis jetzt haben wir natürlich den Mad Max 20 drin, wenn du einen Regler brauchst für Speedrun Drag Race. Ein Monsterregler, schnappt dir einen Mad Max. Geht mit der App, die ist jetzt draußen für Android oder iPhone, kannst du alles mit Bluetooth am Regler einstellen. Ist natürlich selb Bau als der Max 4 von Hobbywing, der ist aber nicht abgedrosselt wie der Hobbywing Regler. Der kann mehr konstant rauslassen, mehr Stop Ampere, mehr Watt durchlassen, mehr RPMs total. Ist ja völlig gestört, da kann bis 120.000 Umdrehungen pro Minuten managen, was du niemals brauchst. Und gegenüber dem Hobbywing-Regler, denn Hobbywing-Regler drosselt ja die Ampere, wenn die rauskommen, der nicht. Wenn du da voll alles einstellst und abdrückst, schießt der los. Wir haben ja übergeritzelt mit 900 kV, mit 12S. Das Ding macht einen Burnout. Mit 18 Kilo, mit 12S, ohne Rattern, ohne nix, zieht das Ding los. Aber der Setup machen wir in das FG-Zweirad-Antrieb Dragster Auto. Und wir fahren mal den Hobbywing 650. Natürlich wollen wir nicht dasselbe. Der fährt ja normal geritzelt. Hatten wir ja schon 100 km/h drauf. Mit trotzdem eine Laufzeit, natürlich mit fetten 9000er Lipos von fast 20 Minuten. Sagen wir mal eine Viertelstunde, was ja schon gut ist mit 12S mit dem Gewicht. Die 100 km nützen mir ja nicht. Ich will ein Setup mit, ehrlich gesagt, 70-75 km. Speed von einem X-Max mit so einem großen Auto reicht überaus. Also werden wir natürlich den 650er so ritzeln, dass das passt. Achtung! Die Hobbywing G2 Motoren, ich sage es nochmal, sehr wichtig, dass ihr das wisst, dass ihr das nicht vergisst, dass ihr das im Kopf behaltet.
ein so einen großen Motor, der fast so groß ist wie der oder sogar noch ein bisschen länger, das sind ein paar Millimeter, hat aber trotzdem ein kleinerer Rotor und Stator. Der Kesselmotor ist ja noch schlimmer, der ist ja so groß wie der, hat trotzdem den ganzen Zentimeter weniger wegen neuen Sensorsystem, der ist ein bisschen länger, hat aber trotzdem. Der Rotor und Stator von dem sind kürzer als der. Das heißt, der Motor von der technischen Seite, mechanischer Seite, weniger Power hat als so ein Motor. Du kannst machen, wie du willst. Größeres Rotor, größeres Stator, mehr Power. Den Rest holen sie nur aus mit dem Sensor, also kleiner Ritzen. Sonst knallst du den Rotor. Mein 800 kV ist gestorben, relativ rasch beim XRT, war komisch. Dort war ich aber niemals überritzelt. War ich da untergeritzelt, war der Motor am Durchwühlen und die Topspeed vom Auto schon erreicht, keine Ahnung. Ist relativ schnell gestorben. Natürlich habe ich unter Garantie neu bekommen, aber ich habe schon drei Abos, die dasselbe hatten. Also bei mir ist ein 800 kV gestorben, ein anderer Abo ist ein 800 kV gestorben und zwei anderen haben einen 650er geschmort. Im DBXL mit 13er Ritzel, mit 12S, wahrscheinlich ist der Ritzel zu groß. Ich habe denen gesagt, mach mal runter auf 11, 12, probier nochmal mit dem neuen Motor aus der Garantie. Wahrscheinlich kommt es von dort. Den Savage. Ich weiß nicht, ob dir das mitgekriegt haben. Hat ja einen Umbau bekommen wegen eines deutschen Abo. Ein deutscher Abo. Der übrigens am Hemmelsee ist, der macht 70-75 T6 Aluminiumteile, hat eine Drehbank, alles ist Profi, macht aber das zu Hause auch. Und der hat mir ein Foto gesendet von seinem Savage mit der Batterie on board. Das heißt, wir haben hier auf der Seite für die Nitro-Liebhaber, die das so grausam finden, die Lipofächer auf der Seite, weggebaut. Handkehrum ist auf einer Seite vom Nitro ein grausamer Tank, auf der anderen Seite eine stinkende Gurke. Den Auspuff nämlich. Also ist hier alles drin. Motor ging vorne. Ich mache natürlich ein Akkufach hinten. Am Anfang, erste Fahrt, hatte ich die zu kurze Welle vorne. Jetzt habe ich die richtige gefunden. Jetzt passt's. Fahrt schön. Natürlich anders als Original. Original ist ja mehr Gewicht vorne mit den zwei Akkus unten. Motor ist auch ein klein bisschen tiefer. Der Motor ist ein bisschen höher nach vorne. Akkus sind natürlich höher nach hinten. Ist ein Monster Truck, ist mir Wurst. Ist 500 Gramm leichter als Original, weil wir so viel weggebaut haben. Heißt, die Federung ist jetzt mit den Originalfedern, die ich hier drauf habe, das sind, glaube ich, die Pinke. Auf den Savage Flux, erste vom Namen, hatten wir damals rosa Federn. Und die waren ein bisschen zu weich, aber die hier, die härter waren gut mit Original. Aber jetzt, wo er 500 Gramm leichter ist, ist es ein bisschen zu hart. Also das Auto steht zu schnell zu hoch bei der Fahrt. Wahrscheinlich bestelle ich noch die anderen Federn. Aber nur wahrscheinlich, weil ich zwei Akku gekauft habe, 8000 mAh, 3S. Ich lasse mal den 6S. Also 900 Gramm Lipo statt 650. Und die 300 Gramm mehr machen das dann aus, dass es okay ist wahrscheinlich. Ich habe ein Losi LSD Center Diff drin mit einem 52er Hauptzahnrad oder noch mehr war es hier. Was mir erlaubt, den Motor hier über den Servo zu machen. Ich muss aber auch den Servo anders befestigen. Der ist ein bisschen knapp unten, das wussten wir schon, aber ich wollte es erstmal so fahren. Servo muss ich irgendwie hinlegen, ich muss da alles was anders machen. Natürlich, wenn der deutsche Abo Lust hat, so sage ich jetzt mal, mir ein paar Teile anzufertigen. Natürlich zahle ich alles, ist ja klar. Er hat ein ganzes Chassis gemacht. Schön, wunderschön. Bashproof, ganz klar. Aber er macht es nicht zum Verkaufen, weil er hat gesagt, es ist sehr teuer. Natürlich Material die ganze Zeit fürs Machen. Das wird zu teuer zum Verkaufen.
Ich habe ihm aber gesagt, Hanke, um, es gibt Leute, die das Geld haben oder und das Geld dir gern geben, dass du es machst, so rum. Sag ja, bitte, 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 sag ja. Guck mal, wie niedlich ich dich angucke. Kannst du mir ein Chassis machen, bitte? Nee, kein Problem, wir verstehen ja, es braucht ja auch viel Zeit, um so Sachen zu machen. Und er hat ja einen Job und Familie. Sehr wahrscheinlich gehe ich auf die Elsa Racing Webseite und kaufe bei Elsa Racing ein Chassis. Dort kann ich ja bohren, wie ich will. Mit meiner Lieblingsbohrart. Oh, daneben, mach ein bisschen größer. Nee, nee, das haben wir hier gemacht, weil der Chassis will ich ja nicht behalten. Ich weiß, da ist zu weich. Ist ja nur für die Probe. Wir machen das natürlich schön mit dem besseren Chassis. Wir haben den Arma Dirty Red weitergefahren. Das ist ja ein Italian XB mit Mojave Querlenker. Ist super. Ist einfach schön. Weil ich finde Truggy vom Aussehen her, der Talion ist noch cool zum Aussehen her. Ich mochte den Hubauer Hyper SD Pro. Der war schön. Länge, Breite war cool. Mit den Offset-Felgen sah wirklich cool aus. Die neuen Truggies sind alles mega lange Querlenker, null Offset-Felgen. Und tut mir leid, aber Truggies sind Baby-Autos. Das sind zum Fahren für Babys. Die Autos sind so breit wie lang, die kippen nicht in der Kurve. Das sind wirklich Baby-Autos. Deswegen habe ich ja den XRT schon mal gebaut und habe eben das gebaut. Und er kippt nicht mal schneller. Ich habe ja auch so eine Stabi hinten montiert. Ich probiere eine neue Sorte Akkus von Amazon. Also sind natürlich chinesische Batterien, heißen Yohu oder sowas. Irgendwas so, Juhu, Yohu, Yahoo, irgendwas. Wir reden noch darüber, ich zeige es euch. Ich hatte interessant gefunden den Preis. Sind ein bisschen schwer, aber die machen 6S, 4.500 Akkus mit 120C auf dem Papier. Achtung. Weil bei Gensase habe ich ja 4.500, die nur 60C sind. In ein paar Autos wird es zu knapp. Die 6.800er 2x3S zu nehmen, sind mega schwer und groß. Kriegst du dann gar nicht rein. Ist auch so bei vielen anderen Marken. 5.500er Lipos mit 6S sind meistens gleich zu groß für die meisten Lipo-Fischer. Mal sehen, ob das wirklich 120C sind. Ich habe 2x3 8.000er genommen für probieren im Savage. Ich bin ja mit den Gensase 60er C Bashing-Serie zufrieden. Wie gesagt, meistens, ihr wisst es ja, fahre ich weniger KV, mehr S. Das heißt, die schweren Auto fahre ich ja meistens 8S. Ich bin jetzt mal wieder runtergekommen gegen den normalen Mensch, damit er auch sieht, es funktioniert trotzdem noch. 6S im MTX, 6S im Savage, aber ist so, dass ich hab's lieber mit 8S. Ich bin vielleicht 100, 150 Gramm schwerer mit 8S als ein 6S normaler Setup, aber Laufzeit für 20 Minuten zu fahren mit dem MTX, mit seinem eigenen Gewicht, brauche ich, wie gesagt, fette Lipos, also 1 Kilo Lipo mit 6S gegenüber 800 Gramm mit 8S. Und ich kann ja selbe Größe Motor verbauen, der 8S kann. Habe ich ja im Sledge gemacht. Der Regler ist vielleicht 50 Gramm schwerer. Also das Auto ist, sagen wir, gleich so schwer, aber mit 8S ist es angenehmer zu fahren. Und es kocht nicht. Funktioniert aber trotzdem. Ihr habt es gesehen im MTX, geht gut. Muss einfach auf deine Laufzeit aufpassen, wie du fährst. Im Savage muss ich noch ein bisschen austüfteln. Mit dem Setup ist natürlich ohne Untersetzungsgetriebe anders. Denn KK-Pit, KPM, keine Angst, der kommt noch. Wir warten auf Teilen. Der Boss von KPM, KK Pit, sendet mir ein langes Chassis, Aluminiumbefestigung hier für die Querlenker und noch ein paar Sachen, bevor er auf die Serien losgeht. Er hat jetzt auch inzwischen ein größeres Zahnrad gemacht für Centerdiff, weil ich ja eben, das ist
Die Übersetzung, die passt irgendwie nicht richtig. Da drin ist was, ist ein bisschen zu viel. Gerade wenn du noch den Bügel hast und den Rollkäfig, die Turtle Shell oder den Hammer, mache ich auch. Ich habe ja die Hammer Caro, die hat sich entschieden nicht zu machen. Ich hab sie schon da. Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung bekommen, um sie zusammenzubauen, weil es die hatte ich noch nicht und es sind wirklich viele Teile, die rumfliegen. Und mechanisch weiß ich ja, brauche ich keinen Plan für einen Diff zusammenzubauen oder da sehe ich ja Bulkhead links, rechts, Chassis, Verstrebung, okay. Aber eine Caro mit 50 kleine Plastikteilen, was wohin geht. Also, wir bauen die Hammer Bügelsache. Wir bauen wieder den Bügel rein. Wir machen natürlich 8S rein, weil das Auto dann sicher mal 8,5 Kilo schwer ist mit 8S. Wir warten aber auf die Teile. Wir haben noch ein paar von Abos Autos bekommen für die Gewinnspiele. Ich habe drei kleine XT Monster Anderson. Das sind natürlich die französische Marke Evio Racing. Das ist nur ein Rebrander wie Amnevi, wie Absima etc. Die machen einfach das Logo drauf und 50 Euro drauf und das war's. Anderson, kleine Monster Trucks. Die Marke gibt es nicht mehr. Es gab aber einen Laden in Frankreich, der noch 20 Stück an Lager hatte. Da hat man auch noch Ersatzteil. Da machen wir kleine 28er mal 35 Motor rein mit 2 mm Schaft, weil die originale Ripsel 2 mm ist. War brushed damals, aber ich habe ein Setup gefunden, Funke. Receiver, Regler, Motor für 28 Euro. Also kaufe ich 3 Stück davon. Wir bauen sie zusammen. Servos habe ich schon da. Und dann machen wir kleine, 3 kleine schnuggelige Monster Trucks. Ich habe einen Savage XS zum Fit machen, zum Verlosen. Ein Carson Bios 4.1. Wir haben immer noch ein Traxxas Max da. White Max. Und ich habe so viele Teile. Ich kann einen Max und einen White Max bauen. Wir haben Vitamon Bulkheads vorne, hinten, also ich eventuell baue ich den kleinen mit dem vollen Vitamon Klumps drauf. Natürlich machen wir da genügend S rein, weil das Auto wird zu schwer. Und den normalen Ride Max lassen wir da normal. Es kommen noch, wie gesagt, 2-3 kleine Unboxings. Es kommen, das ist eine Woche Unbox, das ist auch ein Gewinnspielauto. Konrad Willi Raptor zum Fit machen und zu verlosen. Und wir haben da unten ein X-Max-Killer. Ein X-Max-Nicht-Killer, aber eventuell ein A1-5er-Killer. Wieso sage ich das? Weil das Auto genauso groß und breit und lang ist wie ein Arma. Und so. Deswegen. Also typisch Ami-Karo. Also Auto. Das heißt, fast so breit wie lang, weil die Arme sonst in den Kurven kippen. Wie gesagt, Babyfahrer. Ende Monats, Team Magic Sass, neu im Gewinnspiel. Viele von euch haben mitgespielt, haben das geschnallt. X-Max mit Schwarmtech-Motor zum Gewinnen. Und nächsten Monat, wie gesagt, machen wir für Juni, Juli, machen wir alles zusammen, damit die Kinder für Anfang Juli Mary Q2, Gorgon, Bigfoot, Rock Terra, alle vier, also 2x2 Radantrieb, 2x4 Radantrieb, alle Brushless mit Funke, mit Ladegerät, mit Lipo. Das für die große Ferien in Frankreich, so im Juli sind ja die große Schulferien, dass die Kinder für die Schulferien die Autos haben. Okay, machen wir einfach im Juli mal nichts. Gewinnspiel. Na, eventuell doch. Okay, und ich glaube, das war's. Ich habe noch viel zu tun zum Schrauben, zum Umbauen. Werden wir diese Woche auf Französisch machen. Wie gesagt, Motor Baja Umbau, Motor von dem mit dem Regler, der noch dort liegt, hier rein, Setup von dem hier in den BMW. Und das machen wir aber nicht diese Woche. Wahrscheinlich schlägt das einfach nur mal runter. Und wir gucken mal, ob die provisorische Reparatur, das ist nämlich provisorisch, vom XRT mindestens mal 5 Minuten hält.
Ich habe ja so viel gewüstet, dass ich das Zentativgehäuse abgefräst habe. Also haben wir einfach ein paar Unterlagescheiben mehr reingemacht. Mit dem Dreckenöl alles wieder reingedruckt, mit der Dichtung, die verquetscht war, drin im Öl gelassen, mit dem Stahlpulver, ist alles drin. Es braucht Material, damit es zusammenhält. Und das war's mal. Glaube ich. Ja. Ja. Sollte stimmen. Jungs, guten Appetit. Bis nächster Sonntag. Auf Deutsch mal, für ein deutsches Video. Außer ich habe schnell in der Woche Zeit und mache noch dazu. Wie immer steht dann im Titel Deutsch ab 26.40. Heißt nicht am 26. Tag vom Jahr 1040. Das heißt ab 26 Minuten und 40 Sekunden. Macht's gut. Die Funke geht schon wieder nicht mehr. Ist aber nicht die Batterie. Ich schwöre, ich hab's probiert, hab's ersetzt. Stell doch mal ab!